Meine Freunde, Berg, mein Hass tritt dir die Haustür ein. Ist auf jeden Fall ein spicy Titel. Wenn dir der Content gefällt, lass mal gerne ein Abo da. Lass mal gerne ein Like da, einmal die Glocke schalten, wenn du kein Video mehr verpasst. Freunde, ich bin vorhin durch meine YouTube, durchs Trending-Tab gesurft und habe das Video gesehen und ich habe es ehrlich gesagt nur angeklickt, weil der Titel so spicy ist. Und ich habe gedacht, okay, was erwartet mich? Würdest du sagen, Blind Reaction, let's go. Ich will ja immer neue Sachen kennenlernen. Und der klang eben so verführerisch. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Okay. Mein Hass tritt dir die Haustür ein. Wait. Er wird versuchen, nicht so grob zu sein. Hab keine Angst, er bringt dich schon nicht um. Für den Fall, dass du noch kannst, kehrst du dann besser nicht mehr um. Okay, was ist das? Es ist mega theatralisch. Es ist mega theatralisch. Okay, das Krasse ist, ich weiß auch nicht, was der Künstler, in welchem Genre er zu Hause ist. Das ist wirklich jetzt komplett blind. Aber der Titel hat mich so fasziniert. Für den Fall, dass du noch kannst, kehrst du dann besser nicht mehr um. Mein Hass tritt dir die Haustür ein. Hab ihn gebeten, nicht zu grob zu sein. Doch bei bösen Jungs hat er sich nicht im Griff. Und du gibst ihm jeden Grund, dass er die Bitte gleich vergisst. Meine Hände bleiben sauber und die Weste, sie bleibt weiß. Du aber nicht was und ich schicke dir noch ihn vorbei. Es ist so spannend. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach sehr, sehr spannend. Der personifizierte Hass, er gibt so dem Hass eine Menschlichkeit, so wie mein Freund, mein Bruder, mein Hund, mein Hass. Dieses Personifizierte dabei, das ist sehr, sehr interessant. Und er lässt so quasi bildlich seinen Hass auf jemanden los. Ich weiß nicht, wer es war, aber er ist auf jeden Fall mad, ey. Du aber nicht was und ich schicke dir noch ihn vorbei. Er richtet dich jung oder zu. Von einem Kind tropft dein Blut. Und werde ich dich wiedersehen, ist mir egal, ob du kriegst oder gehst. Wow, es ist so sanft, aber dann doch schon so explizit, sehr, sehr grafisch. Also er zeichnet Bilder in den Kopf, das finde ich schön. Ich finde es cool, dass jetzt mittlerweile wirklich, ich genieße es gerade voll, einfach einen Musiker zu hören. Oder Musik zu hören, die einfach im Kopf was zeichnet oder Bilder in den Kopf projiziert, ohne explizit was zu zeigen im Musikvideo oder so, aber allein durch den Text und so, zeichnet er so einen kompletten Kinofilm in den Kopf rein. Er richtet dich hin oder zu, von einem Kind tropft dein Blut. Ey. Und werde ich dich wiedersehen, ist mir egal, ob du kriegst oder geht. Boah, Spinnen, ich mag keine Spinnen. Ich meine, ich habe jetzt keine Arachnophobie oder so, aber ich bin trotzdem jetzt nicht da so. Es ist ein wahnsinnig cooler Song und alles Übersprungshandlung, Freunde. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist krass. Mich überrascht, dass das jetzt wirklich, das ist super theatralisch. Das ist ein langsamer Aufbau. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig wegen Copyright-Claims und so. Mein Hass tritt dir die Haustür ein. Wow. Mischte grad Rache in sein Müsli rein. Ich war gleich unten und höre, wie du schreist. Du hast besser viel getrunken vor eurer kleinen Rangelei. Boah, es ist wirklich geil. Also, ich gehe mal davon aus, dass er das ist. Ne? Manche Künstler haben ja natürlich auch so Schauspieler stellvertretend für jemanden. Also, ich gehe mal davon aus, dass es, ich weiß es nicht besser. Aber es sieht auch ziemlich jung aus, oder? Er hat eine krasse Stimme. Ich finde es wirklich schön, dass er das so theatralisch aufzieht. So ganz sanft in der Musik, also die ja schon fast kaum vorhanden ist. So dieses mega reduzierte und dann aber das Übertriebene in den Lyrics. Also übertrieben in es ist nicht übertrieben, weil es so besonders hart oder krass klingt. Es ist übertrieben, weil man vielleicht sich vorstellen kann, was passieren wird, wenn der Hass durch die Haustür einmarschiert. Schreist, du hast besser viel getrunken vor eurer kleinen Rangelei. Mein Hass hat heute besonders schlecht. Das wird da oben etwas ungerecht. Aber heute darf er mal raus. Er freut sich so darauf. Ich habe mir gerade gedacht, ich weiß nicht, um wen es geht oder so, ne? Aber ich habe mir gerade gedacht, wenn der junge Mann ein Liebeslied schreiben würde, beziehungsweise eine verflossene Liebe, dann, oh mein Gott, hold my beer, ey. Das werde ich ihm nicht versauen, meine. Wait, hat er das vielleicht?
Ich müsste da nochmal reingucken, aber wenn du den Künstler kennst, schreib es mir gerne in den Comment-Section. Hat er irgendeinen Song über irgendeine verflossene Liebe oder so geschrieben? Ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich derbe krass sein wird, oder? Also, so schätze ich ihn jetzt mal ein. Er ist mega künstlerisch, artistisch unterwegs, wenn er jetzt schon mal, weil ich habe noch nicht rausgefunden, gegen wen sich jetzt dieser Hass richtet oder so. Er hat ja gesagt, so die bösen Jungs kann man sich jetzt vorstellen oder auch reininterpretieren. Ich sage ja auch immer, ich finde es schön, wenn man in Musik, also in Texte, in Songs, generell in Musikstücke Sachen auch reininterpretieren kann, ne? Wenn der Künstler nicht immer alles so festlegt und sagt, so und so ist es, sondern dass man wirklich selbst eben eine Interpretationsfreiheit hat. Sorry, Grippe schlägt so. Dass man so ein bisschen das Ganze auslegen kann, wie man das für sich selbst empfindet. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich habe oft genug Momente erlebt, wahrscheinlich du auch, ne, in denen du gedacht hast, hey, so, let's go, da lasse ich jetzt mal den Hass raus. Und ich finde es irgendwie auch cool, dass es so eine Art von kontrollierter Gewaltdarstellung kann man nicht sagen, aber so eine kontrollierte Gefühlsausbruchssituation darstellt und es so ein bisschen anteasert. Ne? Man könnte sich vorstellen, was passieren könnte, was passieren vielleicht wird, aber es wird, also das finde ich halt so das Spannende, dass manche Dinge nur angerissen werden und nicht voll ausgeführt werden. Das hat heute freien Lauf. Meine Hände bleiben sauber und die Weste, sie bleibt weiß. Das ist auch so ein bisschen so dieses Split-Personality-Ding, oder? So dieses, meine Hände bleiben sauber, meine Weste bleibt weiß. Das ist wie so, da gibt es einen Anteil in ihm, der vielleicht nur gewissermaßen so gewissen Momenten rauskommt und er trennt sich so, er separiert sich so von dieser. Also so dieses klassische Gut, Böse, Dunkel-Hell, ne? So dieses Yin-Yang-Ding. Du aber nicht fast und ich schicke dir nach Wien vorbei. Er richtet dich hin oder zu. Von deinem Kinn tropft dein Blut. Das ist eigentlich mega creepy, wenn man sich das vorstellt. Ich habe gerade selbst drüber nachgedacht. Das ist eigentlich mega creepy, oder? Das ist so dieses, hey, ich bin's nicht. Das ist so mein böser Zwilling oder so. Die böse Seite in mir oder dieses. Das ist ja wirklich so dieses ganz, 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 ganz krasse Thema, das ja überall sich irgendwo durchzieht, ne? So diese zwei Seiten, gut und böse, so man hat irgendwie so eine gute Seite, man hat irgendwie vielleicht auch so ein bisschen diese Evil Side an sich und mal gucken, wann man sie rauslässt und ob sie überhaupt zum Vorschein kommt. Das hört sich so danach an, das finde ich immer voll krass irgendwie. Und werde ich dich wiedersehen, ist mir egal, ob du kriegst oder gehst. Wow. Errichtet dich hin oder zu. Er richtet dich hin oder zu, ne? Das ist auch sowas. Also im besten Falle so, hast du vielleicht ein paar blaue Flecken und ein paar Blessuren so. Im schlimmsten Fall, worst case, GG, um es mal so zu sagen. Das ist echt spannend. Also auch das Video ist interessant. Und werde ich dich wiedersehen, ist mir egal, ob du kriegst oder gehst. Er richtet dich hin oder zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch so ein Song, wenn du selbst solche Emotionen hast oder regst dich über was auf oder bist sauer oder so, dann ist es eine andere Art und Weise, damit umzugehen oder so. Ne? Du hast vielleicht irgendwie Tracks, die du hörst, wenn du irgendwie so pissed bist, irgendwie, keine Ahnung, was Schnelleres, vielleicht was Offensiveres, was Aggressiveres. Du hättest aber vielleicht auch so einen Track, den du hören kannst, um die Wut oder den Hass oder, keine Ahnung, man regt sich über was auf eine andere Art und Weise kanalisieren zu können. Das ist schon sehr, sehr cool. Ist auch so schön mit den Streichern. Das ist wirklich so schön mit den Streichern. Boah, es ist irgendwie voll erfrischend, was anderes mal zu hören. Das ist wirklich, also ich finde, Berg bereichert die musikalische Landschaft extremst. Auch wenn ich nur bis jetzt von ihm 2 Minuten 50 gehört habe, finde ich das sehr, sehr, sehr spannend. Und ich will auf jeden Fall mehr hören. Also wenn du Berg-Fan bist oder wenn du mir die ein oder anderen Songs empfehlen kannst, gerne in die Comment-Section. Ich bin wirklich vorsichtig wegen Copyright, so deswegen, ne? Ich quatsch lieber einmal zu viel, als dass ich das Video nicht bringen könnte, weil das will ich safe auf jeden Fall auf meinem Channel haben, die Reaction. Das ist so cool, einfach sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Wie gesagt, den Hass oder so eine gewisse dunkle Seite in einem so zu personifizieren, sich davon auch abzutrennen. Ich bin mir sicher, die einen oder anderen Psychologen da draußen können mir auch dazu einen Fachausdruck nennen. Aber es ist natürlich krass, ne? Ist es sowas wie eine dissoziative Persönlichkeitsstörung oder so irgendwas? Ich weiß es nicht, aber es ist schon auf jeden Fall krass, ne? Dieses, hey, ich habe da eine Seite in mir und
Das kann man jetzt auf vieles projizieren, aber ich finde es eine clever gemachte Art und Weise, damit umzugehen, das in einen Track einzufügen, ohne dass man irgendwie zu krass auf die Kacke haut. Ich finde es cool. Wow. Ich bin gespannt, ob seine dunkle Seite noch... Oh. Oh. Das sieht krass aus, weil durch das Flackern habe ich auch die ganze Zeit gedacht so, okay, wo ist jetzt die dunkle Seite? Still, Light in Berlin, rote Flaggen. Okay, muss mir auf jeden Fall auch mal anhören bei Gelegenheit. 2,1 Millionen Aufrufe hat rote Flaggen. Oh, das könnte ich wahrscheinlich als nächstes machen, Freunde. Schreib mir doch gerne mal in die Comments, wie dir das Song gefallen hat. Ich bin wirklich so hyped drauf. 31.000 Subs hat der gute Mann nur. Holy moly, ey, ich will auf jeden Fall mehr über ihn erfahren. Ich finde es super, super spannend. Schreib mir doch gerne in den Comments, wie dir der Song gefallen hat. Und lass es mich wissen, welchen Song ich von ihm auch nochmal auschecken sollte, ob es wirklich rote Flaggen ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Lass gerne mir ein Abo da, lass mir gerne ein Like auf dem Video. Es hilft wirklich, wenn du so Content magst. Ich probiere mich da auch immer aus und ich probiere auch neuen Content zu bringen und auch andere Musiker, die ich da noch nie gehört habe. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Mittwoch und wir sehen uns im nächsten Video.